Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dirt 2. Heute machen wir die Trailblazer, einer meiner Lieblingsdisziplinen, und fangen da gleich an in Utah. Es geht jetzt sehr, sehr schnell zur Sache, darum nehme ich auch den Wagen, mit dem ich persönlich am besten zurechtkomme und der mir am meisten Spaß macht. Das ist der 350Z. Ah, da wollte ich euch noch zeigen, das mit den Anpassen, da kann man die Lackierungen, die muss man sich im Laufe der Karriere halt erst freischalten. Sehen alle ziemlich cool aus eigentlich. Nehmen jetzt einfach mal die. Die Hupen kann man sich noch anpassen. Eine gruselige Hupe. Okay. Melodische Hupe gibt's auch. Feuerwehr, Polizei. Hat man übrigens im Multiplayer häufig so, dass die anderen anfangen mit der Polizeisirene loszulegen. Ist mir persönlich relativ egal, was für eine Hupe da zum Einsatz kommt. Hier im Cockpit kann man noch alles Mögliche machen. Kann man auch gar nichts machen. Hula-Mädchen. Was gibt's denn noch? Weihnachtsbaum? Okay, na, ich lasse den Totenkopf einfach mal. So, für Rennen auswählen. So, die Ladezeiten sind meiner Meinung nach relativ kurz. Also ich bin da schon ganz, ganz andere Sachen gewöhnt. Gerade auf Xbox dauern manche Ladezeiten doch ein bisschen länger. Da ist es bei Dirt 2 doch sehr, sehr human. So. Und eine kleine Neuigkeit. Ich nehme jetzt in Full HD auf. Ich hoffe, es funktioniert, ohne dass es anfängt zu ruckeln. Bin selbst mal gespannt auf das Endergebnis, aber jetzt fängt Utah an. Durch eine staubige Wüste. Eines der Level, wo man richtig Vollgas geben kann. Was wir hier jetzt auch tun. Und Tempo jenseits der 200 ist hier Durchschnitt. So, jetzt wird es sandig und staubig. Erstaunlicherweise ist das der meiste Untergrund im kompletten Spiel. Also Asphalt hat man auch ab und zu mal, aber eher seltener. Das war bei Dirt 1, hier hat sich's mehr abgewechselt. Da ist Dirt 2 doch leider relativ monoton geworden. Bietet dafür allerdings sehr viele verschiedene Umgebungen, also verschiedene Länder. Also auch mehr als bei Dirt 3 sind. Aber ob man jetzt sagen kann, dass Dirt 2 besser ist als Dirt 3 oder Dirt 1 der beste ist, das wage ich nicht zu beurteilen, da ich der Meinung bin, dass alle drei Vor- und Nachteile haben. Allerdings, wenn es jetzt danach geht, welcher technisch am ausgereiftesten ist, dann natürlich der dritte. Aber zu denen werde ich dann auch noch ein Let's Play machen. Müsst ihr euch allerdings noch ein wenig gedulden. Ich möchte erst Dirt 2 fertig machen. So, und wie ihr seht hier, der schöne Schattenwechsel, die Sonne, die knallt vom Himmel. Schön mit einer Kehre noch drin, Spitzkehre. So, und jetzt wollte ich noch mal ein bisschen zum Layout bzw. zum HUD übergehen. Links oben sieht man ganz normal die Zeitangabe. Die sieht man eigentlich immer. Links sieht man dann noch, wie weit man auf der Etappe ist oder wie weit das Rennen fortgeschritten ist. Hier sind die einzelnen, diese horizontalen weißen Striche sind hier die einzelnen Checkpoints, Markierungen, wie auch immer man es nennen möchte. Und bei den Rundkursrennen stellen die halt die Start- und Zielgerade dar, wenn man eine Runde fertig hat.
Oben in der Mitte hat man noch die Anzeige, wie der Streckenverlauf ist. Sehr, sehr nützlich bei verwinkelten Strecken. Ja, und rechts unten hat man dann noch den Tacho mit Drehzahl, mit kleiner Anzeige, wie voll der Turbo ist. Dann Geschwindigkeit und darunter die Kilometerzahl. Auch sehr, sehr nützlich. Da sieht man schon, dass ich über 450 Kilometer mit dem Wagen habe. Und da sind wir auch schon durchs Ziel. Und erster Platz. Ich habe zwischendurch gar nicht auf die Uhr geguckt. Natürlich die Rückblenden auch wunderschön in Szene gesetzt. Will ich jetzt mal kurz rein euch zeigen. Also ich habe selten erlebt, dass die bei der Wiederholung völlig unnütze Kameraperspektiven dabei waren. Es sieht mir meistens schon sehr actiongeladen aus. Aber jetzt erstmal weiter. Oh, fast über 15 Sekunden Vorsprung. Gut zu wissen. So, aber jetzt geht es auf nach China. Wenn die Ladezeit zu Ende ist. So, im Laufe der Karriere befreundet man sich auch mit diesen Superstars an, die auch immer die Kommentare dazu geben. Und so wie es jetzt gibt es auch hier neue Herausforderungen, dass man, wenn man alle Level schon fertig hat, alle Meisterschaften abgeschlossen hat, dass man dann trotzdem noch weiterspielen kann, gegen die einzelnen Leute fahren kann. Ist dann allerdings immer ein 1 gegen 1, was ich jetzt nicht so toll finde. Gucken. Da nehme ich das kürzere. So, seriös. So, welchen Wagen nehmen wir jetzt? Ach, jetzt nehme ich mal den Mitsubishi. Auch ein sehr, sehr spaßiges Auto. Gerade für den Anfang sehr zu empfehlen, da der nicht so sehr rumzickt. Im Multiplayer habe ich die Erfahrung gemacht, dass da gerne die ganz eher die kleinen Autos genommen werden, da die vom Leistungsgewicht her um einiges besser sind bei gleicher PS-Zahl. Die gehen meistens sehr, sehr gut nach vorne. Aber ich für meinen Teil bin immer so gefahren, dass es mir am meisten Spaß gemacht hat, ob es jetzt der schnellste oder langsamste war. So. Jetzt China. Und der besondere optische Leckerbissen in China ist gleich am Start links von uns, wenn man da mal runter guckt. Einfach nur traumhaft die Aussicht. Aber ich bei Trailblazer ist einer der Disziplinen, wo selbst ich immer richtig aufpassen muss, wie ich fahre. Weil bei den Geschwindigkeiten verliert man sehr, sehr schnell die Kontrolle. Und wenn man dann erstmal bei Tempo 150 oder so in einen Drift kommt, den dann noch vernünftig zu halten, ist doch sehr, sehr schwer. Und da knallt man dann auch gerne irgendwo gegen. So. Achso, und zum Spielverhalten ist mir noch eingefallen, ich habe hier mir nochmal die alten Folgen angeguckt, um zu gucken, wo liegen meine Stärken und die Schwächen. Und da ist mir noch aufgefallen, dass es ein bisschen undeutlich war wegen dem Spielverhalten. Ich muss dazu sagen, ich spiele ja über Xbox-Controller. Ich habe die ganzen Fahrhilfen, also ABS, ESP und was es da nicht alles gibt im Spiel, habe ich alle aktiviert. Allerdings keine Bremshilfen oder keine automatischen Hilfen. Also bei Dirt 3 zum Beispiel, hier gibt es die Möglichkeit, so einen Lenkassistent, dass der geringfügig für einen selbst mitlenkt. Oder geringfügig für einen selbst bremst. Das habe ich alles deaktiviert hier, sofern es überhaupt verfügbar war. Und da muss ich sagen, da fährt es sich sehr, sehr anfängerfreundlich. Es ist sehr, sehr gut beherrschbar. Allerdings für mich persönlich
ist es noch ein gutes Stück zur Simulation. Allerdings kann ich das auch nicht hundertprozentig beurteilen, da ich nicht mit Lenkrad fahre. Wollte ich nur noch mal aufklären, bevor es da böse Kommentare gibt. So, und gleich zur nächsten Etappe. So. Laden, laden, laden. Und laden. Rennen 2 von 2. Und weiter. So. Auf geht's in Runde Nummer 2. Und lasst mal bitte Feedback da, wie euch die Grafik so gefällt. Also ich finde es phänomenal. Echt ein optischer Leckerbissen. So, gucken, dass ich hier nirgendwo gegenbretter. Schön langer Drift, sauber durch. Ah, sieht das schön aus. Schön durchs Wasser noch durch. So. Auf geht's, das möchte ich wieder gewinnen. Und ich habe schon wieder 6 Sekunden Vorsprung. Was ist denn das hier? Fahre ich jetzt gerade so gut oder ist der Schwierigkeitsgrad noch viel zu weit unten? Ich glaube, das werde ich dann mal anpassen. Obwohl bei den Rallycross, welches ich nach den Trailblazer machen werde, ist der niedrige Schwierigkeitsgrad dann doch besser, weil die doch sehr aggressiv fahren. So, und hier vorne sieht man dann auch ganz gut, dass es doch ein sehr umfangreiches Schadensmodell gibt. Man kann übrigens auch, wenn man, sofern man es hier aktiv hat, auch durchaus einen Reifen verlieren. Das ist mir auch schon mehrfach passiert. Da wundert man sich dann, ups, zieht ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts, fährt man normal weiter. Merkt, okay, Linkskurven klappen nicht mehr so gut, muss man halt ein bisschen früher vom Gas gehen. Aber auch dann kann man das Rennen meistens noch zu Ende fahren. Solange dann nicht noch der Motor und ähnliches noch zusätzlich kaputt ist. Aber es sieht dann schon lustig aus, wenn man sich bei der Wiederholung dann anguckt, wo man Reifen verloren hat. Oder gerade beim hier Zielsprung, wenn es dann auf einmal ein Reifen fehlt. Das ist dann sehr, sehr merkwürdig. Da fragt man sich dann auch erstmal am Anfang, wie konnte das denn passieren? So, und damit hätten wir China auch erstmal abgehakt. Aber eins möchte ich euch noch zeigen, und zwar Trailblazer in Marokko. Der Beste hat gewonnen. Ein sehr, 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 sehr staubiges Rennen, was jetzt kommt. So, auf zu Marokko. Trailblazer. Und gerade dieses Level hat es mir persönlich sehr, sehr angetan, weil man da auch ziemlich verrückte Stunts machen kann. So, ich nehme mal jetzt den Subaru. So, und ich hoffe, es funktioniert, das, was ich vorhab. Ansonsten werdet ihr im Anschluss des Videos nochmal ein Outtake hier sehen. Und zwar ein kleiner Unfall, der mir per Zufall passiert ist, als ich auf der Xbox-Version gespielt habe. Ich muss dazu sagen, es ist nicht gestellt, es war nicht mit Absicht, aber das werdet ihr dann schon sehen. So, Katie Justice im Blickfeld. Aber das soll uns nicht stören. Jetzt starten wir zur Abwechslung mal auf Asphalt. Auch sehr, sehr schön detailliert dargestellt, wie ich finde. Und jetzt geht's los. Man beachte diesen schönen Heckspoiler. Von der Marke größer geht's nicht mehr. Aber dafür, trotz enorm großen Heckspoiler, die Autos gehen ab.
Und das macht Spaß. Obwohl man mit den Driftenden immer sehr, sehr vorsichtig sein muss. Sonst kommt man zu weit raus und dann eckt man gerne mal wogegen. Ist immer ziemlich ungünstig. So. Und da vorne ist schon der nächste Gegner. Ich habe das Spiel ein wenig schwerer in Erinnerung. Zumindest auf Xbox war es das auch. Aber das kann durchaus sein, dass das mir nur so vorkommt. Aber inhaltlich sind die beiden Versionen absolut identisch. Grafisch gesehen ist die Xbox-Version circa auf der halben Höhe, würde ich mal pauschal sagen. Also wenn ich jetzt auf PC auf halb bzw. auf Mittel stelle, von der Grafikqualität her, dann komme ich circa bei der Xbox-Version raus. Obwohl man auch dazu sagen muss, dass die Xbox-Version für die doch recht alte Hardware... Okay, wenn man zu weit rauskommt, wird man wieder zurückgesetzt. Aber wenn die Xbox-Version trotz der alten Hardware, die Xbox zur Verfügung setzt, sieht es trotzdem noch sehr, sehr gut aus. Also das haben die Jungs von Codemasters echt gut hinbekommen. Trotz fantastischer Grafik es halbwegs human zu gestalten von der Leistung, die benötigt wird. Allein die Spiele auf fast allen gängigen Plattformen zu veröffentlichen, ist ja auch schon nicht ganz leicht. So. Ein bisschen rauszoomen. Oder direkt aus von der Stoßstangenperspektive. Da muss man auch ein wenig aufpassen. Das liegt nämlich sehr, sehr tief. Und man sieht da nichts mehr. Hey. Oh, Glück gehabt. Einmal bitte durch die Walachei. So. So, jetzt mal gucken. Hier muss man immer sehr, sehr aufpassen. Gerade in Marokko, die Steine links und rechts, die können einen gerne mal das Genick brechen, dass man da drüber stolpert. Mehr oder weniger. Und die Überschläge sind dann nicht wirklich weit hin. Aber wir haben hier jetzt gerade wieder den ersten Platz gemacht. Mit 10 Sekunden Vorsprung. Also ich werde auf jeden Fall die Schwierigkeitsstufe dann noch anpassen. Beziehungsweise in Dirt 3 werde ich es auf jeden Fall anpassen. Hier kommen jetzt als nächstes die Rundkursrennen. Und die wird es in der nächsten Folge geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt bitte Feedback. Wenn nein, dann gebt auch bitte Feedback. Ich bin absolut feedbackgeil. Ihr würdet mir damit sehr, sehr helfen, wenn ihr mir Feedback gebt. Ah, dieses Wort ist schön. Feedback. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.